Hallo und herzlich willkommen zu Grid 2 Multiplayer Online. Genau. Wieder Ausdauer, die zweite Runde zur letzten Folge und danach machen wir erstmal was anderes. Genau. Was komplett anderes. Dann steigen wir in ein Flugzeug. Oh yeah. Ich glaube, ich nehme jetzt mal hier die, wo man. Ja, die Spiegelungseffekte sind echt nicht schlecht. What the fuck? Ich wollte dich rammen, du wirst unsichtbar. Und ich ramme den anderen. Cheater. Ah. Oh, lol. Tschüss. Am Arsch. Hast du auch Video, wie ich ganz gerne dir vorbei slide? Ja, ja. Du musst ein bisschen mehr auf dein Tempo achten. So schnell fahren wie aus anderen Videospielen, die haben halt mehr auf Realismus. Oh, oh. Holy shit, holy shit. Und das du musst mir auf die Karte gucken, deswegen bin ich eben so langsam geworden. Stimmt. Alter, wie du hinter mir angerast kommst, ich dachte mir, du rammst mich mit. Okay, noch eine Kurve. Boah. Jetzt fahre ich übrigens mit der Motorhaube-Sicht mal. Locker. So, blöd nur, wenn du einen Schaden mit der Motorhaube hast, dann ist hier voll im Weg. Oh nein, das meinte ich. Ich komme mit der überhaupt nicht klar, ich mag die gar nicht. Apollo? Lol. Ja, ich. Tschüss. Mann. Na, Paul. Oh. Alter. Das ist ja hier. Das wäre gerade unser. Jetzt werde ich nochmal überholt. Am Arsch. Von anders her. Komm. Nee, ist ja. Komm schon, geh weg. Oh, lol. Der hat mich voll gerammt. Nein. Nicht nochmal Überholung. Nein. Nein. Komm nicht weg hier. Schreck. So, Mokta. Der ist schneller. Man müsste eigentlich nicht mal Erster sein. Ich frage mich, ob man die ganze Zeit nur vor- und zurückfahren könnte und dann trotzdem gewinnen könnte. Ich glaube, man muss einfach nur die meisten Meter haben. Oh. Deswegen ja. Ach, Schreck. Das ist ja gerade wieder bitter, wie ich hier fahre. Ja. Die erste Runde ist gleich vorbei. Wenigstens eine andere Karte. Ja, das war zu erwarten. Zumindest ein bisschen ähnlich. Also ein bisschen anders. Oh, geiles Feuerwerk. Was wieder? Ey, die müssen ja auch so viel Geld für Raketen hier ausgeben. Nein. Aber ich bin wieder Zweiter, souverän. Ach ja, ich könnte ja eine Geschichte erzählen. Zwischendurch mal. Letztes Silvester, also praktisch von 2012 nach 2013, logischerweise, war ich bei Julius mit ein paar anderen Kumpels. Und die hatten dann auch so eine Polenböller. Und dann halt, also Polenböller war eigentlich das, was wir hatten, so Kanonenschlag und so, ja. Ja. Und dann hatten wir aber auch so ein Kinderzeug und also eine Kacke. Und Batterien und so. Und wir zünden halt die Polenböller alles total vorsichtig, damit wir auch beide Arme behalten. Ja. Und dann hatten wir halt noch, das letzte, was halt übrig war diese Kinderscheiße. Und da war auch so eine Fontäne bei. Und ich zünd die an und wollte die eigentlich in der Hand behalten. Und damit dann sprüht der so rum. Dachte mir dann aber, stech die mal doch ab, kann ja mal was schief gehen. Ich zünd die an und die explodiert mir genau vorm Gesicht. So saulaut und so hell. Ich hab eine Stunde lang nichts mehr gehört. Ich hatte so einen dollen Tinnitus. Aus einer Kinderpyramide. Die war irgendwie komplett. Also als wenn da eine Tonne Schwarzpulver drin war. Ich habe nichts mehr gehört. Lol, nein. Und das war auch total hell, ey. Mann. Das war um eins, draußen war stockdunkel, auf einmal explodiert das Ding. Ey, das war wie eine Flashlight im COD, ey. wie eine Flashbang im COD. War das gerade mies von den KIs, Alter. Wirst du, oh, fehlt, ne? Der eine rammt mich, ich fahr zurück, der andere rammt mich. Mann, ey, das... Das ist ja so kacke hier, wenn man einmal an die Seite. Einmal sicher. Genau, überholt mich ruhig. Oh. Oder mein Cousin, der hatte auch mal so eine Batterie von Raketen. Also dann, und dann war es dunkel. Und irgendwie gab es ja keine Laternen in der Straße, keine Ahnung warum, ist auch interessant. Auf jeden Fall stellt er die hin und wundert sich, warum er den Anzünder nicht findet. Hat den Anzünder dann gefunden und der war oben. Er zündet das Ding an, also die Batterie. Auf einmal kommt nichts, aber wir hören es halt praktisch explodieren, wundern uns,
auf einmal fliegt die hoch, landet auf der Seite und alle Raketen schießen die Straße lang. Der hat das falsch rum hingelegt, die Batterie. Die lag praktisch auf dem Dach, die Batterie. Ey, das gibt's doch nicht. Weil ich dieses Rockstar-Dings drin. Rockstar-Werbung. Ja, wie gesagt, in der Story machen sie auch praktisch YouTube-Werbung. Hier ist auch Mobil 1 Werbung. Kennt man doch auch. Was ich halt richtig geil finde, dieses, wenn das Auto so knistert, weißt du, wie ich meine beim Gas geben? Ja. Ja, stimmt, Rockstar. Jetzt hab ich das Problem. Wow. Ich finde auch Autos, die so, wenn du einen Gang hochschaltest, wo es dann so praktisch aus dem Schornstein, wollte ich gerade sagen, aus dem Auspuff dann so knallt, das finde ich auch übel. Wie bei GTA 4, ich weiß gar nicht, ob du das gespielt hast, die, ich glaube, die Corvette, der Corvette verschwindet, wie heißt der, Concrete oder so, oder der Banshee, einer von denen hat... Ja, na sicher, ey, was sind denn das für Mongos? Der hat mir schon gar nicht mehr zu. Ich spiele praktisch und rede hier für mich selbst, okay. Sorry, die KI gibt mir gerade übersten auf den Geist. Ich bin jetzt auf Platz 11. Was machst du denn? Ey, du musst mal... Muss mal irgendwie gleich zu anfangen. Versuchen... Oh, war das Glück. Oh Gott. Versuchen, besser wegzukommen. Weil guck, du warst am Anfang zum Beispiel gleich Zweiter. Oder Erster. Und da musst du halt praktisch, darfst du keinen Fehler mehr machen. Und sobald du die KI ein bisschen abgehangen hast. Obwohl, bei dir ist gerade wahrscheinlich interessanter. Ich überlege, ob ich mal bremsen sollte. Aber ich will dann auch immer eine Bestzeit aufstellen. Dann entspringt der Ärger. Komm schon, die krieg ich. Ja. Die Säcke krieg ich. Mutsch ich hier mal die Brücke ran. Ey, zum Glück haben wir Schaden aus, weil die Autos sind so komponiert sein. Jawohl, ey. Ich drei Typen überholt. Nice. So, den nächsten. Gleich noch eine Kurve. Die Strecke ist irgendwie fieser als die letzte. Ja, zumal, wenn du hier gleich am Strand lang fährst mit den Yachten, über diesem Boden, ne? Über diesem Ziegelboden oder was das ist, da ist eine so eine S-Kurve, wenn du da aus der rauskommst, fahr ich immer gegen die Wand. Ja. Die ist so unfair. Mal sehen, ob du gleich merkst, welche ich meine. Man sieht auch an manchen Stellen gar nicht die Kurven. So, also zumindest im Bildschirm. Ja. Mist, ich fahr jetzt auch immer mit der Außen irgendwie halt. Ich finde, das ist aber, damit verbinde ich auch immer Autorennen mit dieser Außenansicht. Ich fahre jetzt mal wieder mit der Inneren. Oh Gott. Also mit der Innensicht hier, mit der Kamera klebt unterm Autosicht. Die Ansicht gefällt mir echt gut, sieht echt geil aus. Und wo ich auch sagen muss, man achtet, glaube ich, wenn man selber spielt, relativ wenig drauf. Ich bin hier noch im Patch raus, wo ohne Cockpit-Ansicht kommt. Glaube ich nicht. Wahrscheinlich gibt es als DLC. für 20 Euro. Cockpit-Package. Ja, so. Ich glaube aber beinahe ehrlich gesagt nicht, dass sie das machen. Boah. Ja, das ist aber immerhin Codemasters. Ja. Wenn man sich mal vorstellt, Formel 1, das machen die auch, soweit ich weiß. Ja, Formel 1, klar, machen die. Das ohne Cockpit an sich. Oh, leck mich! Mann, wenn man einmal an der Wand ist, kommt man da so schwer wieder weg, weißt du, was ich meine? Mm. Dann klebt man so an der Wand, ey. Arm, Junge. Na sicherlich. Jetzt bin ich hier wieder bei dieser Gemeinstrecke, die kommt kurz vom Ziel. Die muss man, glaube ich, ein bisschen langsamer durchfahren, ich bin mir auch nicht sicher. So, Banerjee kommt jetzt hier weg, Alter. So. Welcher Platz bist du? 8. Hast du denn, praktisch Möglichkeiten, bald viele zu überholen, oder ist das ein ziemlich weites Feld? Wir sind jetzt, ich glaube, gleich wieder einen überholt, so. Ja. Okay, der nächste, oh Gott, die nächsten sind ein bisschen weiter weg. Jetzt kommt diese schwere Kurve, nein, oh Gott. Diese ganz, ganz lange, die. Ja, die kurz die vor dem Kreisverkehr, ja. Das ist doch noch. Ey, na sicher, ey, boah, so ein Assi. Jetzt bin ich wieder auf Platz 9. Die
Folgen muss ich mir mal angucken. Hört sich lustig an. Das ist echt nicht mehr feierlich. Was die KI hier auf sehr leicht macht, bitte. Och, du Schreck. Mal, ich stelle mich beim nächsten Mal ins Team offline. Weißt du, man guckt so gerade rechts unten, was für Nachrichten reinkommen. Und schon fährt man gegen eine Wand. Also, seitlich gegen eine Wand. Guck mal Nachrichten rein. Naja, der und der spielt das und das. So. Ich fahre hier ganz schön schnell. Ich glaube, in der ersten Folge hast du mal drauf geachtet, da stand bei der Geschwindigkeit auch Meilen pro Stunde, oder? Jetzt steht da Kilometer. Nee, bei mir nicht. Bei mir nicht eigentlich. Ich glaube, bei mir stand da. Wieso Meilen pro Stunde, Kilometer pro Stunde ist für uns doch viel. Ja, wow, dafür wissen wir viel besser Bescheid, aber irgendwie finde ich das ehrlich gesagt mit Meilen pro Stunde geiler. Ja, das ist für uns viel einfacher, aber du musst nur mal 1,5 rechnen eigentlich. Das ist ja voll die Physiker, wow. Gehe ich mal davon aus, vielleicht habe ich jetzt auch Scheiße erzählt, aber ich glaube, das war mal 1,5, zumindest habe ich mir das immer so gemerkt. Oder das war 1,3 irgendwas. Jetzt bin ich endlich wieder Platz 7, meine Fresse. Sehr gut. Und jetzt kommt einer und rammt mich wieder. Wie weit ist Platz 6 entfernt? Guck kurz auf die Karte. Oder die ist so. Boah, Alter, der ist ja riesensweit weg. Ach, du Schreck. Was ich ein bisschen schade finde, dass es hier keine Möglichkeit gibt, die Karte zu erweitern. Weißt du, ich meine, dass man praktisch per Knopfdruck der weiter rausfliegt. Eigentlich habe ich gehört, dass sie sich. Nein, nee. Es gibt halt richtig viel, es gibt richtig viele Variationen von den Karten. Wie man es ja hier schon merkt, weil das ist ja halt die Karte, die wir letzte Runde hatten. Bloß mit ein paar Elementen neu halt. Ne, ich glaube, du. Es kann auch sein, dass sie uns hier einfach rückwärts fahren lässt, weißt du? Rückwärts? Naja, praktisch, dass er die Richtung, in die wir fahren sollen, umdreht. Aber so eine Unterführung hatten wir nicht. Ja, ich weiß nicht, ich meine nur, dass es noch kommt. Weil das macht zum Beispiel bei Dirt Showdown war das auch so. Da hattest du dann das Gefühl von einer neuen Strecke, obwohl es die gleiche war. Da haben sie sich praktisch recycelt. Ne, finde ich jetzt nicht so schlimm. Klar, man spart halt Zeit. Aber du hast halt praktisch neue Strecken, also die sich neu anfühlen, aber es sind doch die gleichen. Also kann man halt halten, wie man will. Ist ja nur die Richtung anders immer. Ja, das macht eigentlich keinen Unterschied. So oder so hast du andere Kurven, die eigentlich gleich sind. Also ändert sich halt nur mal rechts und links Kurven. Boah, was ist mit mir schlecht, ey. Was? Oh, ja. Jetzt bin ich ganz schön nicht an der Wand gewesen. Ja? Sieh nicht schlecht wird, Paul, mit deinem... Preisverkehr. Wieso? Ach so, ja. Ja, das soll ich das auch noch erzählen. Ja, das ist ein Assi. Wieso ist das Assi? Mein Gott. Oh, toll. Jetzt hatte ich so Intos. Jetzt bin ich mich voll gegen die Wand gefahren. Gerade durch. Ah, dann erzähl's halt nicht. Ja, erzähl's mal, wie ist egal, ist ja dein. Nein, du hast gesagt, das ist asozial. Ist nicht asozial. Nein, du hast gesagt, das ist Assi. Na, asozial heißt ja wohl, also Assi, da wurden die Kurzform von Assi. Jetzt hast du verkackt, okay. Jetzt weiß ich wenigstens, wie du über mich denkst. Ja, du bist ein Assi. Wow. Dann bin ich aber der erste Assi, der in einem Haus liegt. Ey, man, der Achter klebt mir ganz schön am Nacken. Ja, am Hacken sagst du, nicht am Nacken. Ey, da lag gerade ein Dings rum. Ein Frontflügel. Frontflügel nicht, nennt man es ein Frontschreiber. Wow. Meine Fresse. Noch eine Minute. Ey, ich überrunde gerade den 12. gleich. Ich hab den schon auf der Karte gesehen. Geh ich noch ein bisschen Gas, hab ich wenigstens ein Ziel. Ja, den versuche ich mal ein bisschen zu machen. Ja, man kann hier bis auch einstellen, dass das, ob das Automatik oder manuell ist, ne? Ja, ich habe auch überlegt, ob ich mal umstelle, just for fun. Aber ich weiß gar nicht, wie man das da macht. Ne, mit einem bestimmten Tastendruck wechselst du den Gang. Holy shit. Da musst du halt immer rechts unten gucken, wenn der da diesen roten Bereich berührt. Genau, da musst du drücken, damit du halt mit dem meisten Speed weiterfährst. Ja, Alter, wenn ich den 12. überhole, kommt gleich der 11. Okay, noch 28 Sekunden. Komm, den überhole ich noch. Den überhole ich noch. Das war nicht so die erfolgreiche Runde. Komm. Den 6 kriege ich, glaube ich, auch nicht mehr. Komm, den überhole ich noch.
Obwohl. Auf einmal, ey, ne? Der wird unsichtbar. Wäre drin, wenn ich jetzt nicht irgendwas ramme. Ich hab grad Erfolg bekommen, dafür, dass ich ihn überrundet habe. Da sind sie. Komm schon, gib ihm wenigstens noch den sechsten Platz. Der wird vor mir unsichtbar, kaum bin ich an seiner Heckstoßstange, ist er wieder da. Nein! Das war so knapp, ich wäre beinahe Sechster geworden. Ich hab grad einen Erfolg bekommen. Oh, das war so knapp. Ach, Leonard. Na gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, obwohl es jetzt noch 15 Minuten sind, aber ist egal. Na, passt schon. Haut da rein. Haut da rein.